Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Abenteuer auf dem Reiterhof 3, das Erbe der Gräfin. Und ich bin doof. Ich bin so doof. Sie hat gerade gesagt, und zwar, sie hat jetzt gesagt, sie muss jetzt die Werkstatt finden und dass sie irgendwo entlang des Flusses sein muss. Und wir wollen jetzt mal suchen gehen. Ich hatte jetzt gerade noch ein bisschen was gemacht. Ich hatte einmal den Geländeparcours, den wir haben, bin ich einmal nochmal durchgeritten mit unserem Pferdchen, dass es seine Erfahrung nochmal steigt. Das werde ich nach der Aufnahme, weil ich das nochmal, glaube ich, mit Dressur oder so machen. Das muss ich mal gucken. Und mein Headset mit dem Wackelkontakt. Und ich denke mal, wir müssen hier hin. Da ich mich das erste Mal, als ich das gesucht habe, habe ich am ganzen Dorf abgesucht. Herr Oldenburger? Sie schon wieder? Klar, diese Familie war schon immer verdammt aufdringlich. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich will nichts mit den Kurbas zu tun haben. Ich mache jetzt mal einfach aus. Ich dachte, dieser Ring könnte Sie interessieren. Wo haben Sie das her? Ich habe ihn bei meiner Tante gefunden. Helena Schormann sagte mir, sie habe sehr daran gehangen. Ich wusste nicht, dass sie ihn aufbewahrt hat. Das ist eine längst vergessene Geschichte. Ihr Vater hat es nicht gestattet, dass Sie heiraten, oder? Ein Oldenburger und eine Tochter aus adligem Haus. Zur damaligen Zeit war das unmöglich. Schließlich hat sie diesen alten Knacker geheiratet, den ihr Vater für sie bestimmt hatte. Sie sind Sattler, nicht wahr? Ich war es. Und der Beste obendrein. Mehr als 50 Jahre habe ich Sättel für die besten Reiter Europas hergestellt. Würden Sie mir einen verkaufen? Ein solcher Sattel ist ein Vermögen wert. Aber ich mache Ihnen einen fairen Preis, Johanna zuliebe. Kommen Sie herein und suchen Sie sich einen Sattel aus. Ich glaube, da muss ich... Glaube ich dahin, genau. Ort. Das sind alles Sammlerstücke. Wählen Sie einen aus, der Ihnen gefällt. Sie sind alle wunderschön. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Sattel, den Sie kaufen möchten. Ich nenne Ihnen dann seinen Preis. Aber natürlich brauchen Sie dazu ein Guthaben. Genau. Wäre jetzt hier für den schwarzen Sattel. Der braune ist aber auch nicht schlecht. Pink eher weniger, der ist auch gut. Wir nehmen den. Dann kann ich also doch am Wettkampf teilnehmen. Sie sind wirklich sehr nett, Herr Oldenburger. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Nennen Sie mich einfach Christian. Ach. Sie haben mir die Freude an diesem Dorf wiedergegeben. Ich will, dass es erneut zum Leben erwacht. Ich werde meine Werkstatt wieder eröffnen und jemanden suchen, der sie für mich weiterführen kann. Yay! Wir sind so tolle Menschen. War's das hier jetzt? Nicht, dass ich jetzt, Okay, das war's. Wir haben uns jetzt einen Wettkampfsattel geholt und ich werde jetzt mal zurück. Vergessen Sie nicht, Ihre Anmeldung abzuschließen. Die Zeit drängt. Ja. Wir werden jetzt auch ganz, ganz, ganz fix zurückreiten. Mich stört das ein bisschen, dass die ganzen Leute mir immer so ins Wort fallen. Das stört mich irgendwie ein bisschen. Aber naja, na gut. Wie so voll... So, jetzt können wir raus. Ich habe voll den Wackelkontakt in meinem Headset. Man sieht nämlich hier schon, sie hat nämlich jetzt mittlerweile 440 Erfahrungen und ist auf Stufe 4. Unsere liebe Fee. Beim nächsten Turnier werde ich mir wahrscheinlich eine Dings anschaffen. Eine weiteren Stall anschaffen und danach denke ich mal, kommt der Tierarzt. Ich weiß es nur noch nicht so ganz. Ja. Da hat Fee dann auch schon wieder aufgegeben mit ihrer Ausdauer.
Finde ich aber gar nicht so schlimm. So. Dann gucken wir uns gleich noch an, wer da was ich dazu beherrschen muss für dieses Turnier. Frau von Kurbach, darf ich mich vorstellen? Daniel Steingräber. Herr Schulz hat mir Ihre Telefonnummer gegeben. Ja, worum geht es? Ich wollte Ihnen ein Projekt vorstellen, das Sie interessieren dürfte. Man hat Ihnen sicherlich schon gesagt, dass ich der Region helfen möchte, sich zu entwickeln. Ich plane, einen Komplex für Naturtourismus zu errichten. Eine perfekte Symbiose aus Luxus und Ökologie. Das hört sich wirklich spannend an, Herr Steingräber. Aber ich habe alle Hände voll zu tun. Selbstverständlich. Ich komme bei Gelegenheit wieder. Auf Wiedersehen. Komisch. Ich habe den Sattel, Helena. Yay. Genial. Jetzt kannst du dich anmelden. Für genau. Jede Prüfung kannst du deine Kleidung auswählen. Und am Schluss bestimmst du ein Pferd und seine Ausrüstung. Ja, wir können nur momentan den großen Preis von Westfalen anwählen. Wir brauchen ein Pferd, das hohe Hindernisse Stufe 2 überspringen kann. Sollte für diesen Parcours geeignet sein. Der starke Trab sollte beherrscht werden. Okay, bevor ich anmelde, möchte ich gerne nochmal eben schauen, ob Fee dafür geeignet ist. Ich hoffe, ich muss da nicht noch irgendwelche anderen Figuren beherrschen, weil ansonsten stehe ich nämlich da. Und außerdem möchte ich jetzt noch eben, bevor ich mich anmelde, weil ich nämlich, glaube ich, fast weiß, dass das dann der Anfang ist, möchte ich die anderen beiden Pferde gerne noch eben reinholen. Einmal Bell und einmal Avalon. So, ihr Lieben. Genau. Ich denke, das dürfte reichen und ich hoffe, das reicht auch. Und der starke Trab wird beherrscht. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten kann ich wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen. So, dann gehen wir uns jetzt rasch anmelden und machen den Wettkampf sogar dann noch. Ich hab den Zettel, Helena. Genial! Jetzt kannst du dich anmelden. Für jede Prüfung kannst du deine Kleidung auswählen. Und am Schluss bestimmst du ein Pferd und seine Ausrüstung. Alles klar. Das mache ich dann jetzt auch. So, dann wollen wir doch mal schauen. Fürs Dressurreiten. Ja, da würde ich mal so das. Kleidung fürs Querfeld ein. Da finde ich das cool. Moment. Warum habe ich wieder braune Haare? Achso, nee, das ist wieder das. Gut. Das bleibt so. Warum habe ich braune Haare? Ich habe doch rote Haare. Und das bleibt auch das. Okay. Da würde ich dann auch das schwarze Jackett nehmen, würde aber dann die rein weiße Hose nehmen und dann die braunen Stiefel. Und wir nehmen Fee mit diesem Wettkampfsattel und der weiß-blauen Decke und den blauen Gamaschen. So. So, jetzt bist du angemeldet. Alles Weitere liegt in deiner Hand. Genau. Die Autoren des Wettkampfes haben angerufen. Sie können dir kein Fahrzeug für den Pferdetransport zur Verfügung stellen.
Aber was soll ich jetzt machen? Das ist dein Problem. Wir haben einen alten Van in der Garage am Ende des Hofes. Aber der Schlüssel ist verschwunden. Der Schlüssel ist verschwunden, ja. Was machen wir denn jetzt? Fragen mal Helena, ob sie weiß, was mit dem... Warum bist du so traurig? Ich kann mein Pferd nicht transportieren. Thomas hat mir von dem Van erzählt, aber niemand weiß, wo der Schlüssel ist. Hey, ich weiß aber, wo der Nachschlüssel ist. Beim Spielen mit Johanna ist uns der Schlüsselbund in den Brunnen gefallen. Aber dann sind die Schlüssel doch verrostet. Nein, der Brunnen ist schon seit Jahren ausgetrocknet. Wir können sie wiederbekommen, wenn wir einen Weg finden, auf den Grund des Brunnens zu gelangen. Okay. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir denn ein Seil her? Dieser Magnet wird helfen. Aber wir brauchen noch ein Seil. Im Stall vielleicht. Vielleicht findet sich im Stall ein Seil. Mal schauen. Ja, da, guck mal. Jetzt fehlt nur noch der Magnet und alles wird gut. Jetzt müsste es klappen. Du hast es geschafft! Der Schlüssel befindet sich jetzt in deinem Inventar. Wenn du deine Pferde nicht vor dem Wettkampf versorgst, muss ich das wieder erledigen. Bei den ganzen neuen Pferden wird dich das einiges kosten. Keine Sorge, die Pferde sind versorgt. Mach dir keine Gedanken darum. Hallo? Frau von Kobach? Ich bin von der Firma Ubisoft. Wir möchten junge Talente fördern und ich habe die Ehre, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir bereit sind, Sie zu sponsern, falls Sie im nächsten Wettkampf Ihr Können unter Beweis stellen. Endlich mal eine gute Nachricht. Ja! Auf geht's! Wir machen den Wettkampf von... Welcher war das denn jetzt nochmal? Muss ich nochmal nachschauen. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Das wird wieder eine ziemlich lange Folge werden. Herzlich willkommen beim heutigen Wettkampf, der die hoffnungsvollsten Talente an diesen schönen Ort gelockt hat. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück. Wir beginnen sofort mit der ersten Prüfung. Diese erste Dressurprüfung gehört zu den einfachsten ihrer Art, aber die Pferde müssen dennoch ein paar Figuren beherrschen. Selbstverständlich muss es der vorgegebenen Linie folgen und rechtzeitig die Gangart wechseln. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg. Ups. Starker Trab können wir. Ja. Ach ja.
Sieht doch alles ganz gut aus. 2005. Ach du Kacke. Achso, dann können wir ja gleich schon grüßen. Bravo, Parcours ist abgeschlossen. Oh, ich freue mich. Bravo, das war wirklich eine tolle Leistung. Danke. Jetzt gehen wir nun zum Querfeld-Ein-Parcours. Ja! Yay, Querfeld-Ein-Parcours ist nichts. Ich mag springen lieber. Hatte ich ja schon mal gesagt. Die steht kurz bevor. Die Teilnehmer müssen auf einer Strecke mit unterschiedlichen Hindernissen ihr Können unter Beweis stellen. Die Zeit wird die entscheidende Rolle spielen. Wer wohl als Sieger aus dieser Prüfung hervorgehen wird? Natürlich der Bessere. Ich hoffe, das Springen reicht aus. Ich hatte das Springen ja schon, trainiert. Aber es sieht gut aus. Das sieht super aus. Es wird auch als das nächste sein, was natürlich auch wieder trainiert wird, wenn ich wieder Punkte bekomme. Einmal werden wieder 20 Punkte da reinfließen in das Springreiten. Dann werden noch ein paar Punkte in das Dressurreiten, je nachdem, was der nächste Wettkampf vorhat, werden da noch fließen. Und der Rest wird dann in die Ausdauer fließen. Das hatte ich ja schon mal... Das hatte ich ja das letzte Mal auch schon gemacht. Das sieht super aus. Die Hälfte an Hindernissen haben wir jetzt. Der war jetzt ein bisschen schräg angeritten, aber naja. Hier haben wir jetzt so eine Art Doppelkombination. Aber es ist keine richtige Doppelkombination, weil er halt noch ein paar mehr Sprünge dazwischen macht. Aber es ist halt so eine Art. Flup. Also natürlich jetzt sehr schräg anspringen. Oh Gott. Flup. Bravo, Parcours abgeschlossen. Yay! Saubere Darbietung. Schauen wir mal, ob sich dieser Erfolg auf dem Hindernisparcours fortsetzt. Was? Ich bin nur Zweite geworden, aber in der Gesamtwertung noch Erster. Was? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Hindernisprüfung steht heute auf der Tagesordnung. Gut. Vermeiden Sie Fehler und achten Sie auf Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Das wünsche ich mir selber natürlich auch. So. Oh. Bin ja manchmal nicht so. Ich bin ja nicht so diejenige, die immer so auf Ideallinie geht. Ich muss auch sagen, ich kürze auch nicht sehr gerne ab. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Dadurch, dass ich nicht sehen kann, was da als nächstes kommt, werde ich jetzt hier mal die Ideallinie benutzen. Hey! Und, na komm, das muss ich doch gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch! Schauen wir uns mal die Gesamtwertung an. Ja! Perfekte Darbietung. Und das Pferd scheint hohes Potenzial zu besitzen. Das ist eine sehr lange Folge. Ein erneuter Sieg. Kommen Sie so bald wie möglich in meine Kanzlei. Okay, wir sind wieder in der Kanzlei. Durch diesen Erfolg haben Sie die Möglichkeit, ein neues Pferd zu erwerben oder Ihr Gestüt zu restaurieren.
Ich bin sicher, Sie werden die richtige Wahl treffen. Sie können einen neuen Dressurparcours errichten, die Tierarztpraxis renovieren oder einen Van mit 2 Plätzen kaufen. So, das Parkplatz der, und Neueröffnung der Tierarztpraxis, also das sollte sein, das Kapazität. Ja, ich bin für den zweiten Stall. Herzlichen Glückwunsch. Die neue Verbesserung wird in wenigen Wochen fertig sein. Guten Tag, Frau von Kurbach. Hier spricht noch einmal die Firma Ubisoft. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Sieg. Wie versprochen, werden wir Ihr Guthaben erhöhen. Oh nein, ich glaube, das ist schon wieder dieser Unternehmer. Ich frage mich, was er von mir will. Ich muss mit Ihnen in einer dringenden Angelegenheit sprechen. Es geht um das Gestüt. Ich schlage vor, dass wir uns in meiner Villa treffen, um das Problem gütlich zu regeln. Ich wohne am Der Türcode entspricht den ersten... Hallo? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Hallo, sind Sie noch da? Verflixt. Ich habe noch nicht einmal seine Telefonnummer. Ich muss hingehen. Ich habe die Sache schon zu lange vor mir hergeschoben und es scheint wirklich wichtig zu sein. Zu dumm, dass ich mir die Adresse nicht notiert habe. Tja, ich weiß, wo er ist, weil ich habe das Spiel ja schon sehr häufig gespielt, aber ich würde mal sagen, bitte nicht die Kamera. Na. Das war jetzt nicht ganz so intelligent. So, da habe ich jetzt mal stehen. Ich würde mich mal sagen, an der Stelle verabschiede ich mich wieder an euch. Ich gucke mir jetzt gleich nochmal an, wie das jetzt war mit den letzten, wie der letzte Wettbewerb heißt, weil so werde ich auch durch anderes, glaube ich, die Folge nennen. Und vergesst bitte nicht die Abstimmung im letzten Video, ob ich das Spiel so lange spielen soll, bis die Hauptstory zu Ende ist, oder ob ich das Spiel so lange spielen soll, bis ich die Pferde trainiert habe. So, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch auch schon wieder und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao!